Wir haben ein neues Game am Start. Mit dabei sind Monsieur Steve und Monsieur Benny. Hallo, hallo. Ah, bonjour. So, wir haben heute The Ghost Train. Ein japanisches Horrorspiel. Japanischer Horror ist ein bisschen anders als der, ich sag mal, eher westliche Horror irgendwie. Der setzt nicht ganz so doll auf Jumpscares. Nichtsdestotrotz ist die Art des Horrors eher langsam und kriechend, aber sehr effektiv und sehr effektvoll irgendwie. Und ich hoffe, dass wir hier die volle Ladung geboten bekommen. Wir sind Kensuke Tanaka, 42, männlich und Versicherungsverkäufer. Schön. Aha. Okay, alles klar. Vor und zurück. WSD, klar. Inventory. Haben wir noch gar nichts. Wir können rennen. Die Aktion ist mit der rechten Maustaste. Und die Optionen sind über Escape. Also sieht schon wieder... Sieht cool aus, finde ich, von der Grafik. Wir sind wahrscheinlich reingekommen jetzt hier gerade. Okay. Gehe ich mal von aus. Also wir, ne, hier. Hier geht's rein und... Hier geht es zum Bahnhof. Oh, guck mal hier, schöne Werbung. Und fahren wir von alleine? Okay, wir leider nicht. Der Bahnsteig. Unendliche Weite. There's some time before I get on. I could use a little smoke break. Man, my throat's parched. I better get something. Okay. Also, er will erstmal einen rauchen und er hat eine trockene Kehle. Also my stomach would hurt around this time. Und hat er ohne. I will want to hold it during the ride. Okay, aber er wird es nicht schaffen. Tja, menschenleer hier. Okay. Auf Klo muss er, hat er gesagt, wa? Oh Gott. Oh. Sieht aber aus. Ich bleib ja raus hier, ja, Alter. So, hier ist besetzt. Hier ist besetzt. Ach, guck mal, frei. Use toilet. Yes. Okay. Live dabei sein. Aha. Echt jetzt, Alter? Ach ja, die japanischen Klos, die sind ja auch so. Was ist das denn? Sie haben Bodentoiletten. Okay. Ich war noch nie in Japan. Also, ich war auch noch nicht in Japan, aber, Exit. Ja, genau. Wir sind fertig. Stattdessen ist es ja nicht so weit verbreitet, halt, diese klassischen Toiletten, wie wir sie halt kennen, ne, irgendwie. Okay. So, Hände waschen. Können wir da Hände waschen? Also, wenigstens ist es, also, es sieht dreckig aus, aber es glänzt alles und ist eigentlich sauber. Und wie in jedem Spiel wird knallhart daran ihr spart irgendwie ein Spiegelbild zu haben. Und das haut auch, glaube ich, nicht mit dem hinter uns gezeigt. Aber okay, komm. Ne? So, und Nabel. Naja, geht's nicht. Ich erwischt von. So, Durst haben wir. Buy a drink. Klar. Aber was für ein. Ja, Pink Grapefruit habe ich da oben gesehen. Oh, können wir gar nicht aussuchen, okay. Und Co. Oh, guck mal hier. Oh, oh na, wenn das nicht mal schön, schön gemachter Coca-Cola-Fake ist irgendwie. Geil. Finde ich schön, finde ich schön. Achso, der wollte noch eine smoken. Ja, ja. Geh gerade hier hin. Wusste gar nicht, dass es so eine Raucherecken hinter der Smoke Room auf dem Bahnhof sowas überhaupt gibt. Also überall ist ja mal Rauchen verboten. Tja, ich weiß, also scheinbar ist es in Japan gang und gäbe, sowas da zu haben. Cool. Also. Boah, so fürchterlich hier drin stinken, Alter, ey. Da drinnen stinkt es wahrscheinlich richtig böse. Komm mal erstmal schön mit dem Durchziehen hier, ne? Schön die Rothändel. So ohne Filter. Geil. Schöne F6 hinterher. Komm mal, hör mal, kratzen muss es schön. Hör mal. Geil. Und dann nochmal ein bisschen Kautabak. Oh. So, jetzt ist halt die... Ah, okay, alles klar. Also wir müssen bloß ein bisschen abwarten. Und jetzt sind wir fertig. Ja, okay, jetzt haben wir eigentlich alle dafür, was er haben wollte. Oh, cool. Jetzt sind wir an. Oh, das ist ja... Das ist ein Schuhkarton, Alter.
Willkommen. Vor allen Dingen da drinnen muss es ja richtig hell sein. Ja, jetzt ist, bitte tragen die Sonnenschutzfaktor 50 auf. Okay, können wir uns hier einfach rein. Gehen wir in den letzten Waggon. Loading. Und auf geht's. Willkommen im Mitternachtsfleischzug. Okay. Okay. Kannst du jetzt auch wieder zwischen... Warte jetzt? Na. No. I have to get my favorite seat. Okay, hier haben wir seinen Stammplatz. The corner und the second couch. Was ist denn hier die second couch? Das hier oder was? Aber hier? Ist das überhaupt sein... Was ist das, so dunkel wird? Oder ist der da hinten? Ist das überhaupt sein favorite Waggon oder was? Ich glaube nicht. Nee? Weil gerade, wo du in die Richtung gelaufen bist, da war an der Tür dieses gelbe Zeichen zum Durchgehen. Ach, ich mag die japanische Werbung. Die ist einfach poppig irgendwie. Ich würde zwar wahrscheinlich halt in Tokio kein Abend irgendwie, also ich sag mal, vernünftig über die Straße laufen können, irgendwie bei dieser Lichterflut und bei dieser Reklameflut irgendwie, da würde ich wahrscheinlich einen epileptischen Anfall bekommen, aber... Oh, wie sitzt die denn da? There's a woman. Guck dir mal die Füße an. Ja, na, die war vorher nicht auf Toilette. She's the all that always rides on the last train. Okay. I want to leave her alone. But I'm tired. I'm guessing she's well. Okay, alles klar. Na gut. So, aber so. Wo ist denn jetzt das zweite Sofa für Fort the Court? Hier ist unser Platz. Take a seat, ja klar. Okay, so zwei Platz. Als ob man so eine Reservierung hat. Mein Platz. Naja, ist halt, ne? Ist halt, wenn die... Was ist das denn? Fliege? Was war das, Alter? Was? Das, mein Stopp, ja, das ist ein Hauptproblem. Du hast anscheinend einen... Habe ich meine Haltestelle verpasst? Or is this just my imagination? Maybe I can talk to someone to confirm it. Ja, dann werden wir nochmal die nette Dame fragen da hinten, ne? Hallo! Hallo, Lady! E-Beams. Oh Gott, wie die ihren Kopf bewegt! Oh, did you see what just happened? Yes, I did. But I can't bring my energy up to do anything about it. Well, good for you. That was my stop. Okay, now I have to take the taxi home. Shall I go talk to the conductor? Oh, how nice of her. I can tell by her eyes. Ah, no, please. I can't let you do that. I go. You can stay here and rest. Okay. Well, let me know if there's anything I can help. Ja, okay, dann gehen wir mal zum Conductor vor, zum Bahnführer. Oh, was ist da vorne? Da ist doch bestimmt hier der, den nehmen wir der auch. Der Conductor? Ja, nee, genau. Ich nicht. Nee? Kannst du mir nicht vorstellen. Ach du Scheiße, Alter. Hallo. Das Gesicht! Ja, Escaped? Bzzz. Three escaped. How? Bzzz. I'm in a hurry. Could you please move aside? Escaped. Not in very good mood. Bzzz. It's no good. He's not listening. Whatever it is. I better get what he wants. Ja, also okay, alles klar. Viecher finden, oder was? Wir sollen wahrscheinlich drei von den hässlichen Viechern finden. Eine ist an der Tür. Genau, links davon. Ah, Benni, das Adlerauge. Ja, da hast du gerade ganz kurz rüber gesnifft. Da dachte ich mir, gesnifft. So, hier hast du schon mal. Bitteschön. Guck mal, da freut er sich. Guck mal, hast du gesehen, wie er grinst? Da, ja, der. Der grinst die ganze Zeit so. Hallo, E-Beams. Mir ist schwindelig. So, jetzt müssen wir mal die anderen Viecher finden hier, oder was? Das ist ja super. Ah, guck mal hier. Oh, guck mal. Nice. Kannst du auch immer nur eine aufnehmen? Scheint so. The Ghost Train. So, kann ich auch... So, bitteschön.
Ich kann jetzt auch nicht sagen, wie umfangreich dieses Spiel ist. Irgendwie, das kann jetzt sehr lang, aber das kann auch sehr kurz sein. Ah, hier, ne? Bitte setz dich. Ne? Auch gerne mal höflich sein, ne? Auch Leuten, die hier mit Krücke auch gerne einen Platz anbieten. Mhm. Dann kommt der große... Ah, hier sieht man es nochmal ganz deutlich, welchen Leuten man vielleicht mal Platz anbieten sollte. Ja? Leuten mit Kindern, Schwangeren, Älteren und Verletzten. Ja? Also Leute, nehmt euch ein Beispiel daran, tut was Gutes, sammelt Karma-Punkte. Das ist richtig. Da so. Links war was. Links? Ja. Ah! Benni, Alter, du haltet Adlerauge. So, damit haben wir den dritten. Geilo. So, hier hast du Nummer 3. Und jetzt verpiss dich, Alter. Jetzt lassen wir mit dem Kontakt da sprechen. Get out of my way. Dankeschön. Und der grinst weiter. Richtig. Alter, gib mal, wie man hier vorlaufen kann, wa? Oh, Alter. Krass. Er hat gar kein Gesicht. Hey. Do you need anything? Do I need anything? Yes, I want the train to stop on the next one, please. You forget to stop on the previous one. Oh, is that right? Oh Gott, echt, das ist ein verpeilter Typ. Ich hab gar nicht gemerkt, ich bin einfach durchgeballert, Alter. I must be in spacing out. Ja, musst du wohl geträumt haben. I apologize for the inconvenience. We will prepare you to compensate necessary for the mishap. Mishap. Oh, wie ein Wort noch nie lesen. Mishap. Please leave your contact information. Ja, na klar, natürlich. Beschwerdebogen da lassen. Okay, wir können nichts machen. Es verdunkelt sich langsam. Und der Droht Null wirkt. Jetzt machen wir den Arm von dem Dicken auf. Oh, du bist jetzt auch mein Käfer. Ah, don't have the time and energy to complain to the railway company. Okay, alles klar. Just relieved. This wasn't anything serious. Passed this time. Okay. Das ist nochmal großzügig und lässt es dabei bleiben. Und er sieht nach vorne. Morgen ist auch noch ein Tag zum Arbeiten. What I'm doing with my life. Ja, das fragen wir uns oft. 7.25 Uhr. Hm. Ah, okay, alles klar. Okay. Und wir waren wieder ackern, war ein harter Tag. Ist das eigentlich 7 Uhr? Also, wir kommen von Arbeit, ne? Wir fahren jetzt nach Hause, ne? Wir fahren jetzt nach Hause, also so würde ich das jetzt auch verstehen. Okay, und jetzt wieder. Genau, ich gehe von aus, wir müssen wahrscheinlich wieder alles nochmal neu machen. So, da ist er wieder. The Ghost Train. Ich würde sagen, wir steigen wieder. Jetzt im vorletzten Waggon ein. Aha, du willst zu also nicht wieder, sondern diesmal im vorletzten Waggon, um sofort an unseren Platz uns hinsetzen zu können. Okay. Der war doch hier vorne. Mhm. Steigen wir mal ein. Mal schauen, was uns diesmal erwartet. Also wahrscheinlich wird sich das jetzt immer wiederholen und immer mehr Scheiße wird passieren. Also, sind wir wieder ins Hinten, oder? Mhm. Ja, doch. Ja, okay. Wahrscheinlich, gut, okay, dann ist das unsere Standard-Startposition. Nächstes Mal können wir mal probieren, ganz vorne einzusteigen und mal schauen, ob wir wieder hinten einsteigen. Mhm. Oh, okay. She's here again. Not going to lie. Yeah. There's a part of me that comforted by her always being there. Maybe I should talk to her. Langsam habe ich das Gefühl, dass er so ein bisschen Fabler an der Dame hat hier. Ja, wenn wir mal all unser Mut zusammennehmen und sie ansprechen, so Hi! So wie bei was ist denn das? Attacker und Dave vs. Evil. So, na, wollen wir mal einen Kaffee zusammen trinken? Das ist total psycho. So, sie sieht nicht gut aus. Irgendwie. Würdest du mir kurz wiedergeben, bitte? Also ich würd jetzt vermuten, das, was wir jetzt gerade gelesen und gesehen haben, dass er einen Fable hat, sie jetzt angesprochen hat, sie aber irgendwie keinen Bock hat. Also sie haben ja auch irgendwie von gestern gesprochen, wie sie nach Hause gekommen ist, ob alles safe war, aber sie hatte eigentlich gar keinen Bock auf ihn. Weil sie halt einfach nach Hause will. So würde ich das jetzt interpretieren. Okay. Und er hat jetzt das versucht, eben halt irgendwie besser. Warum hat denn der. Hat der einen Hammer? Was hat der in der Hand? Ich weiß es nicht. Ist er Hammer?
What the hell? What's a little girl? It's ein Mädchen. What's so. A little girl doing here? Suche. Yay! Thank you, Mister. Okay, na dann gucken wir mal, wer dein Papa ist. Hm. Ah. Oh, da drüben sitzt jemand. Oh Gott. Was ist denn das? Ach so, das ist so eine Pusteblume, ist das hier? Ja, ja, ja. Windspiel, genau. Hello, sir. Ja, na, dir vertraue ich doch gerne mal jetzt ein kleines Mädchen an. Wie sieht's aus? Muss sie mitkommen? Oder? Weiß ich nicht. Muss sie sich vielleicht an? Ich spreche sie aber mal kurz an. Hey, Mister. What is it? There's something I need to tell you. What is it? Well, I think I had forgotten how my... Ah, na klar, wer hat sie vergessen, wie Papa aussieht? Schön. How is that even possible? I think it's because he looked like any middle-aged guy. Mm-hmm. Okay. That's why I thought you were my daddy. Okay, alles klar. Okay. Okay, sie denkt halt, ihr Papa sieht wie ein Mann im mittleren Alter aus, deswegen hat sie uns für ihren Papa gehalten. So, hier vorne sitzt einer und wenn sein Gesicht nicht wie das eines üblen Psychopathen, der nachts an der Bahn fährt, irgendwie aussehen würde, im Halbschatten, würde ich sagen, du bist ein middle-aged man. Don't know. Tja, sagen wir nicht. Okay, gut. Er sagt nur noch, okay, der einzige Weg ist, die Leute anzusprechen. Dann tun wir dies. Und da vorne sitzt noch jemand. It's another middle-aged guy. Excuse me. I'm sorry to bother you. Do you happen to know this girl? Fragezeichen. Nope. Well, good luck for you. Tja. So im Hellen sieht's ja nicht so schlimm aus, wa? Nee. So bis auf den hässlichen verkackten Haarschnitt, Alter. Also. Ja. Oh, da steht jemand. Der sieht so ziemlich groß aus. Was, Alter? Sind wir ja 1,60 groß, oder was? So, und? Ist das dein Papa? Freundchen! No, I don't. Ja, der ist jetzt auch nicht. So, okay. Fragen wir ihn hier nochmal? Ich will gleich den Schaffner fragen, einfach. Hier ist dein Kind. Excuse me? Do you know this girl? No. And? Don't talk to me. Oh, okay. That can be. Father isn't even on the train. Na, das ist ja super. Could it be the left her alone here? Ach du Scheiße, was ist denn los? Warum rennen die weg? Ja, ich renn mal hinterher. Und weg ist er. Bob. Und die spawnt. Ja, ist ja toll. Huh. Where did she go? Wie? Hä? Hinter uns. Jetzt rennst du wieder in die andere Richtung. Okay. Alle sind weg. Ich glaube, die Cola war schlecht. Oder einfach keine Zigarette, die wir hier rot haben. Scheiße, jetzt wird so düster hier, oder? Kann das sein? Nee. Was ist denn jetzt los hier? Wirklich, wirklich ekelhaft. Muscheln. Nee. So was gehört jetzt. Nicht in der S-Bahn. U-Bahn. Ist das jetzt so eine Endlosschleife? Na, ich geh. Was war denn das gerade? Das war der Schnarchende. Der war an der Decke. Ich hab ja nicht nach oben gekickt. Warum sollte man auch? Nein, wir haben so gepennt. Das haben wir nur geträumt. It was a dream. Ah, that's my stop. Ja, ne? I probably just, ja. Da bist du wohl zu sehr gestresst. Can even tell from dream to reality sometimes. Ah, wunderbar. Das ist ja der Anfang vom Ende. Und wir haben Tag 2 geschafft. Okay. Wie viele Tage 27. haben wir vor uns? Wie bitte? Wie viele Tage haben wir insgesamt vor uns? Ich hab keine Ahnung, Benny. Wahrscheinlich passiert halt immer mehr irgendwie innerhalb dieses Spiels. Okay, dann gucken wir mal, was uns als nächstes erwartet. So, ich würde sagen, diesmal zuerst trinken
dann Bibi, dann Kippchen. Okay. Oh, gib mal da hinten. Oh, was ist das denn? Da unten? Ja, ich sehe es. Was ist denn das? Steht da einer? Da steht einer, oder? Ist das das kleine Kind? Ah, okay, gut, Kipper aus und weg. Hallo, raus, raus, raus. Lass uns raus. Oh, ne, hoch da noch nur auf. Na klar, was? No. Exit, yes. So. Please. Alter, okay, alle klar. Also, so langsam wird's schlimm. Ja, so langsam zieht das Spiel ein bisschen an. Okay, Benny. Jans vorne. Jans vorne jetzt. Jans vorne. Wir können finden, wir sind trotzdem hier eins hinten. Und? Trommelwirbel? Ja, alles klar. Ja, gut, okay. Also, ist egal, wo du einsteckst, gut. Gescriptet. So, schauen wir mal, ob, wie nennen wir sie denn? Warum? Warte mal, ganz kurz. Geh mal kurz nochmal ein Stück zurück. Dreh dich mal um. Hier. Guck mal nach über der Tür. Da steht eine 1. Warum steht da drüber eine 1? Was war das? Sie ist nicht da. Was ist mit ihr passiert? Nein. Oder wir schlafen, wir träumen wieder. Das kann auch sein. She's not here tonight. Und irgendein Penner pennt auf unserem Platz, Alter. Na, den schubsen wir erstmal gleich weg. Okay, nee, das doch nicht. Nicht danach aus. Okay, keine Ahnung, was ist das? Warum sind hier schon wieder so Baby-Geschrei? Oh, ich hoffe nicht, dass das irgendwie Krippen oder so kleine Wiegen sind oder irgendwas. Okay, und eine 2 steht hier. Oh, ja, müssen wir uns wohl woanders hinsetzen. Wir haben doch sonst immer unseren Stammplatz. Hallo? Ja, eben, aber da liegen die Babys. Also sind wir bockig und setzen uns ans andere Ende. Ah, okay. Macht Sinn. Ja, okay. Ich kann mich jetzt nicht umsehen. Oha. Schön. Also, der Look ist schon geil. Huh? What's going on? A blackout? Ja, genau. Blackout, richtig. There's something wrong with this train. What time it is? 2 a.m. It's way past the usual arrive time. I have to talk to the conductor. Schon wieder? Schon wieder. Jetzt, aber diesmal mal Beschwerde. Ah, da hilft's ja wohl ja nicht. Beim ersten ja. Mal. Was ist denn das? Super dunkel. Du guckst gerade auf den Seat, da wo du sitzt. Ach so, geil. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Das sah aus wie die Verbindungselemente zwischen den Waggons. Ich habe jetzt nur darauf gewartet, bis sich eins abtrennt vom anderen so. Krass. Oh, das ist ja eine Optik, ey. So. Müssen wir nochmal hier rein, oder? Genau, da lang müssen wir. Tatsächlich vertraue ich immer noch auf die guten alten Japaner. Na, also gut. Ja. Die jetzt hier keine Jumpscares machen, sondern du siehst den Horror von weitem kommen. Ja, okay, gut. It's locked. Und now? Tja, okay. Laufen wir wieder zurück. So, ich wüsste zwar nicht, was das jetzt triggern soll irgendwie. Aber. Okay, da kannst du auch nicht. Okay. Ansonsten würde ich jetzt nochmal probieren, entweder da, wo die Lady sonst immer sitzt, da irgendwas zu machen. Okay. Oder bei unserem Stammplatz eigentlich nochmal. Also, wir haben jetzt gerade eben hier gesessen. Genau. Die Lady sitzt ja immer hier. Oh, krass. Sieht schlecht aus? Jetzt. What's wrong? Can't you see that the train is acting weird? I tried conductor room, but the door is locked. How can you stay so calm? What do you hear? What? I can help
you only when you hear the voices of the nature world. What? Even in the midst of crisis. So please, tell me. Was? Ich bin auch mit ihm. Hörst du die Vögel? Ja. Ganz leicht, zwitschern. Ach, jetzt ist... Warte mal. Achso, jeder Raum oder jeder Waggon hat so seinen eigenen Sound, oder was? Würde ich jetzt mal so sagen. Okay. So verkloren, ne? Irgendwie so ein bisschen... Zeremoniell vielleicht. Ich hätte jetzt so gesagt, so irgendwie so marktmäßig. Und jetzt ein bisschen Musik. Wellen. Ja, da muss ich aber gleich wieder auf Klo. Ja, wir waren gerade. Wir waren gerade bei dir. Okay. Und jetzt. Ah, okay, alles klar. Und jetzt gehen wir mal in den ersten Raum. Also, hier waren Wellen, hier sind Klimper-Klamper. Hier waren... Vögel. Hier war der Vogel, ne? Genau. Ja. Ein bisschen gezwitscher. So, und in dem Raum hier... So eine Art Tempel oder so. So ein kleiner Gong. Ding. So eine Klangschale, war oder? Ja. Wind. Ich höre Wind. Da, siehst du wieder. Ja. Okay. Und jetzt im letzten Waggon. Grillen? Oder? Ja, also Grillen war einfach so Auto-Atmo. Sie hatte doch irgendwas erzählt, von wegen, wenn du das so und so hörst, dann bist du richtig. Aber ich weiß nicht mehr, was das war. The Sound of Nature. Ah, The Sound of Nature. Das ist ja eigentlich Vogel-Zwitschern, oder? Okay. Ah. In the order which you hear them. Was? Temple Bell. Ja. Dann kam der Forest. Dann kam Summer Festival. Summer Festival. Tell me, aber guck mal, jetzt kommt schon. The other world tells me they are not hearing them right. Ah, okay. Try again. Zikaden. Temple Bell. Come forest. The other world says you indeed hear the voice of the nature world. Ja, komm aber auf die Idee. The other world says aloud to me to call the helper. Okay. Ja. It should be here any second. When you talk to the helper, the train should come to a halt. Halt. Krass. So, okay, alles klar. Wir haben wieder... Und jetzt können wir vorne zum Kontakter, oder was? Na, wahrscheinlich. Okay, listen carefully, kid. You must get off this train before the train reach the end, okay? My destination is at the end, and trust me, you don't know what want to go there, okay? There are three stops where you can get off of it, okay? However, you must choose the right one. Ach du Scheiße. There will be an announcement melody play in every stop. Ach du Scheiße. Okay. When you hear the same sound as the sound you hear in the home station. Get off. Was haben wir denn für einen Sound in der home station gehabt? Otherwise I won't be able to help you later. So be carefully, young one. Okay. Ja, keine Ahnung. So, also das Ding hält jetzt hier noch dreimal an und wir müssen jetzt... den Sound für die richtige Haltestelle finden, oder was? Der war nicht, bin ich der Meinung. Nee. Würde ich auch sagen, nee. Nee. Ja, scheinbar müssen wir nicht mehr zum Kontakt davor.
Das ist aber fies, Alter. Ja, man hat ja nicht wirklich jetzt den Sound im Ohr. So, nächste Haltestelle. Nee. Nee. Auch will ich jetzt auch nicht sagen, oder? Nee. Wir machen es wie bei die Simpsons mit Arnold Schwarzenegger. Ich will die dry. Ich hab mir gewählt, um zu denken, nicht um zu denken. So, wir steigen erst bei Metallica aus. So, okay. Jetzt gucken wir mal. Ja, ich würde sagen, also ja, wir haben bloß die Möglichkeit jetzt noch. Also, ja, steig mal aus, genau. Get out of the fucking train. Aber so richtig hört sich das für mich auch noch nicht so an. Aber ja, kommt dem nah, vielleicht so. Von der Erinnerung her. Loading. Okay. Können wir einfach wieder weggehen? On the other side of the track. Oh Gott, da ist er wieder, Mister. Schlecht gelaunt. Können wir generell gehen? Have you catch the train? Okay. Catch me. Du. So, also mir helfen, wir kommen hier nicht durch, unsere Karte ist halt nicht lesbar und er will uns keine neue ausstellen. Ja, Schweine und hier. Jeg jetzt oder was? Oh. Tatsächlich doch weg. Ach, jetzt kannst du hier oben bestimmt hier ein Ticket holen, oder was? Das ist so ein Ticketautomaten. Ich glaube, da drüben wird so leuchtet, wa? Oh, ist aber auch eine Trist hier, ey. Ist ja Silent Hill des Grüßen. So. Okay, alles klar. Hier holen wir uns ein Ticket. Da wird so schön schwarz ist. Buy a Ticket, yes. Buy a Ticket. Ich kann nichts sehen. So, haben wir? Now get to the train. Now get to the chopper. So, okay, alles klar. So, Favorites, lass mich hier durch, Alter. So, jetzt haben wir unseren Train verpasst. Pass auf, wer ist denn? Meinst du, wir haben den Train verpasst? Jetzt wird's aber duster hier drüben langsam. Achso, haben wir jetzt wieder unser Ding, was wir jetzt hier durchziehen müssen? Mit hier Klöchen, Trinken, Rauchen? Was ist jetzt los? Also, die Hausmeister, die machen auch nicht mehr ihre Arbeit. Nee, wirklich. Mit den Lampen. Du, und jetzt seht ihr auch ja nicht mehr. Klo ist nicht mehr. Jetzt ist auch nicht mehr. Vor allem, das Flackern verfolgt uns. Geil. Boah, Alter, was ist denn für ein Gewummel? Ach du Scheiße, Alter. Ach du Scheiße, Benni. Was stand da gerade in der Sprechblase? What's wrong with, was? What's wrong with the that person? Is she alright? Was ist denn? Ich muss gleich die Kopfhörer rausnehmen, ja, wenn es mal lauter wird. Ja, meine Kopfhörer gehen hier ganz schön ab, Alter. Ja, also ich würde jetzt da vorne, wollen wir da hingehen oder was? Ja, mach mal. Ja, mach mal. Einfach. Oh. Oh. Okay. Krass. Den liegt doch nicht hin. Ist auch das Wummeln. Okay. Ich wollte gerade sagen, zum Glück ist das Wummeln weg, aber... Is it better? Is it better? What? Hör ich jetzt hier unseren Herzschlag? So. Stefanie ist auch nicht da. Aber wir könnten... Achso. Ja, könnten wir uns jetzt eigentlich auf unseren Platz widersetzen? Na, auf unseren Stammplatz. Ja, sieht gut aus, Benni. Machen wir. Sieht. So, guck mal, jetzt wieder verrückte passiert hier. Haben wir jetzt hier wieder so eine Station, wo wir jetzt das wieder hören müssen? Was kommt jetzt? Hm? Boom, boom, boom. Huh? You've got to be kidding me. Not stopping again. Wir sind schon wieder durchgefahren, ja. Achso. Funny anymore. Jetzt müssen wir wieder zu unserem Schaffner.
der uns kein Ticket geben wollte. So, und der Kontakter hat wahrscheinlich die Bude zu. Aber es ist kein Kontakter da. Das ist ja schön. Ja, try operating the train. Endlich. Auf jeden Fall kommen. Zug fahren. Geil. Ich wollte schon immer mal Schaffner werden. The train doesn't respond to anything pressing. Ja, super. So geht's mir, wenn mein Computer am Arsch ist. No response for any pressing. There's a keyhole. Aha. Looks like I need a key to operate it. Wo ist der Key? Escape. Willkommen hier im Escape Room. Genau. Moment. Haben wir? Nee. Nee. What the fuck? Oh! Oh! Okay. Okay, wir. Okay. Okay. Ach, ja. Ja, wunderbar. Oh, nee. Wir warten durch Blut. So, die Frage ist, wo könnte jetzt dieser Schlüssel sein? Bestimmt wo hier. Da. Ich wollte gerade sagen, da. Ach, das ist halt diese Pusteblume. Nein, jetzt sag mir nicht, wir haben das Mädchen überfahren. Was? Was war das denn? Was ist er denn? Gott. Also, das war doch hier unser. Der Käfertyp. Batman. Ja. Bestimmt bei Steffis Platz, oder? Oh, warte, geh mal kurz zurück. Zurück. Jetzt, stopp. Rechts rum, runter. Was ist das? A beer. Ah, warte mal, jetzt sind wir vielleicht. Okay. Ah, Winter. So, wer hat denn hier gesoffen? So, okay. Kann ich hier was geben? Aber vielleicht musst du das. Dreh dich mal um, vielleicht musst du es da hinpacken. Da so auf den Sitz. Also nicht auf den, sondern auf den gegenüberliegenden. Weil ja, das ist ja eine Reflexion. Ah! Yes. Alles klar. Achso, jetzt müssen wir noch. Na, guck mal im Inventar. Ja. Schön weg. Achso, da liegt's. Da lag's gerade rechts. Links. Da. Ah, okay, alles klar. Ja. Wo halten wir denn jetzt hier mit Alkohol? Alter, hat die Hände. Guck dir mal die Hände an von dem Typen. Ah, die Schuhe. Steffi. Ich weiß zwar nicht, warum wir die Steffi jetzt nennen, aber gut. Wer klopft denn hier? Der hat jetzt hier keinen Alkohol, oder? Sieht jetzt nicht so aus. Also sieht jetzt nicht danach aus, ne? Nee, Alter. Okay. That's it. Oh. Na, guck mal, da wird uns jetzt. Ah, auch noch... alles klar. Ob wir den Krückstock. Witzigerweise hat jetzt auch das Klopfen aufgehört. Okay. Ah. Die Schüche. The shoes. Da, guck mal, da unten liegt bestimmt das mit dem Köfferchen für den... Ja, genau. Okay, jetzt muss noch... Müssen wir bloß noch ein Bier an den Mann bringen. Oder an die Frau, je nachdem. Ah, guck mal hier. Voll, meh. Schlucke. So, und jetzt? Wir haben keinen Schlüssel gefunden. Theoretisch sollte man noch denken. So, kann man jetzt mit ihnen sprechen? Okay. Ich kann die Flasche wieder nehmen. Okay, nicht. Wo sind jetzt? Wer da was klopft da? Okay.
Schade. So viel zu, die Japaner machen keine Jumpscares. Oh. Looks like you made it. It isn't the place for you, Piatas. You're gonna need a ride home. But I don't have a home. Don't worry. Just call home now. I should know where to pick you up, okay? Call it now before you get lost in the tracks. Ja, dann. Home! Hallo, home! Kann ich auf die Gläser? Nee. Okay. Gut, ich dachte, die U-Bahn wäre schlimmer, aber jetzt, die Straße ist noch schlimmer. Und schon wird's sehr Silent Hillig gerade. Ach du Scheiße. Da ist einfach eine Tür? Ja, das ist eine Telefonzelle. Ah, nee. Telefonzelle, okay. Und wir werden anrufen und sagen... Home! Oh, please! Aber wir haben kein Kleingeld. Bis wir irgendwo auf der Uni sind. Ja, wir haben doch gesagt Home. Who should I call? Also der alte Mann sagt Home. Okay, wir haben zu Hause angerufen und unsere Frau weiß genau, wo wir sind und wir bleiben genau hier. Also unsere Frau hat gesagt, wir sollen genau hier bleiben. Sie holt uns ab. Mach doch mal die Tür zu, kannst ja zumachen anscheinend. Haben wir nochmal so einen kleinen Sicherheitsaspekt drin. So ein bisschen. Nee, Lukas, aber auf dich. Ja, Benni, was sagst du denn? Wollen wir jetzt hier weiter warten oder sollen wir rausgehen? Also rausgehen wird wahrscheinlich irgendwas triggern, wo wir sterben. Vielleicht. Na gut, wenn wir bleiben, kann auch sein, dass wir einfach hier 5 Stunden jetzt uns den Screen anschauen und nichts passiert. Also von da sind wir gekommen, ich würde, wenn, dann wahrscheinlich eher nach da laufen. Na gut, dann nehmen wir unser Schicksal ja in Hand und laufen geradewegs an unser Verderben wahrscheinlich. Ja. Weil woher soll denn die Frau bitte wirklich wissen, dass wir jetzt da sind? Also, wir haben es ja jetzt nicht so richtig gesagt. Na doch. Also, doch, wir haben ja gesagt, wir sind in Kensanage oder... Okay. Ich komme manchmal mit der Schrift unten nicht so ganz klar, okay, wer was sagt. Quasi aus den... Okay, also sag mal weiter. Sollten wir vielleicht zur Station zurück? Können wir auch probieren. Achso, meinst du, weil sie dann vielleicht da hinkommt und nicht unbedingt zur Telefonzelle, vielleicht, die sonst wo im Nirvana ist? Genau. So. Tja, dann würde ich mal sagen... Maschinen haben wir nochmal... Wir haben bis jetzt nur einmal genutzt für die Items. Ansonsten war nie was im irgendwas mit dem Inventar zu tun. Ja. Wo ich mich auch sicherer fühlen würde, wäre, wenn wir eine Waffe hätten. Ja, irgendwas denn. Ne? Das ist wie bei Visage so. Irgendwie ist schön, eine Shotgun zu haben, aber wofür? Das Radio wegknallen. So, okay. Also, wir haben kein Geld mehr, um zu telefonieren, ne? Nee. Weil nimmt er nur 10 oder 100 Yen an. Tja, also, eventuell rufen wir jetzt hier noch Into Darkness. Hm. Kannst du denn überhaupt weiterlaufen als da? Weil das sieht so aus, als ob du... Wo wir jetzt völlig überrascht sind, genau, dass sie zu Hause ist bei uns. Strange. I couldn't believe my eyes. It was my wife's car. She hasn't changed. Na, das klingt immer nicht gut. I took her eyes, my arms and cry. took her into my arms and cried. I'm glad she whispered. Petting my back. I help her hand on. Got into the car. You're here too early. She said it was where driving. I didn't know what she meant by that.
Also ich gehe mal davon aus, dass seine Frau tot war und ihn jetzt bloß als Geist nochmal gerettet hat, oder wie? So würde ich das jetzt auch verstehen. Okay. Hey. Ja, cool. So ein bisschen, muss man jetzt auch erstmal so auf die Kette kriegen, storytechnisch. War ja jetzt nicht wirklich eine Story, aber es war cool. Es war, mir hat Spaß gemacht, ich fand es echt hübsch auch. Nett gemacht, nette Story nochmal. Ich fand es auch cool, dass man zum Schluss wirklich nochmal rausgekommen ist. Das hat jetzt nochmal doch ein bisschen erweitert, ne? Irgendwie schon allein im Bahnhof nochmal eine andere Ebene zu erreichen. Das fand ich kurz etwas ungewöhnlich, hat mich überrascht. Und jetzt nochmal komplett rauszukommen, fand ich cool. Tolles Spiel von Chiller Art irgendwie. Leute, holt euch das Spiel, kauft das Spiel, unterstützt die, die Entwickler. Pusht die, vielleicht hauen die noch weitere geile Sachen raus irgendwie. Ich glaube, die haben ein sehr geiles Entwicklungspotenzial. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Irgendwie, es wird definitiv auch nicht das letzte japanische Horrorspiel gewesen sein, was wir hier auf dem Channel spielen. Das kann ich jetzt so viel schon verraten. Wir würden uns freuen, wenn ihr ein bisschen Liebe da lasst. Irgendwie lasst ein Like da, abonniert den Kanal, irgendwie aktiviert die Glocke. Haut es in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, ob es euch gefallen hat. Und empfehlt uns weiter und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Projekt. Ciao. Tschüss.